Hallo, heute schauen wir uns die Flächenmaße ein bisschen genauer an. Wir werden alles nochmal gemeinsam wiederholen und dann zeige ich dir, wie du damit rechnen und wo du das Ganze auch anwenden kannst. Du kennst ja bereits die unterschiedlichen Flächenmaße wie Quadratmeter, Quadratdezimeter, Quadratzentimeter und Quadratmillimeter. Zur Erinnerung, ein Quadratmeter entspricht einem Quadrat mit der Seitenlänge von einem Meter. Du siehst nun verschiedene Umwandlungsaufgaben. Versuche diese bitte alleine zu lösen. Drücke dazu auf Pause. Achtung! Häufig entsprechen die angegebenen Längen oder Flächenmaße nicht derselben Maßeinheit. Das siehst du zum Beispiel hier. Wir haben angegeben 6 Quadratmetern, 78 Quadratdezimeter und wir müssen das Ganze in Quadratdezimeter umwandeln. Das werden wir besonders später brauchen, wenn wir mit den Flächenmaßen rechnen. Geschafft? Vergleiche nun bitte deine Lösungen mit meinen. Anschließend kannst du weiterklicken. So, wofür brauchst du das jetzt alles, was wir gerade besprochen haben? Du siehst hier auf dem Bild ein Klassenzimmer. Damit du herausfinden kannst, wie groß es ist, beziehungsweise wie groß die Bodenfläche ist, brauchst du die verschiedenen Flächenmaße. Wie du damit rechnen kannst, zeige ich dir nun. Hier siehst du die Fläche unseres Klassenzimmers. Um herauszufinden, wie groß sie ist, wollen wir zunächst einmal eine Seite abmessen. Wie viele Quadratmeter passen hier hin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Quadratmeter sind in der ersten Reihe. Sehr gut, jetzt wissen wir, dass in der ersten Reihe 7 Quadratmeter Platz haben. Anschließend möchte ich wissen, wie viele Reihen wir haben. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es sind 6 Reihen zu je 7 Quadratmeter. Nun multipliziere ich die Quadratmeter der ersten Reihe mit der Anzahl der Reihen. Das schreiben wir nun so auf 7 Quadratmeter, da wir ja 7 Quadratmeter in der ersten Reihe haben, mal 6, da es 6 Reihen sind. Ich glaube, diese Malrechnung kannst du sehr einfach lösen. Wir haben 42 Quadratmeter. Jetzt wissen wir, dass die Fläche des Klassenzimmers 42 Quadratmeter beträgt. Versuche es nun selbst. Wir haben hier eine Fläche mit der Länge von 5 cm und der Breite von 5 cm. Verwende die Kästchen auf der rechten Seite zur Hilfe. Drücke für das Rechnen auf Pause. Geschafft? Sehr gut. In der ersten Reihe sind 5 Quadratzentimeter. Es sind 5 Reihen. Zu je 5 Quadratzentimeter. Nun multiplizieren wir die Quadratmeter der ersten Reihe mit den Reihen. 5 Quadratzentimeter mal 5 sind 25 Quadratzentimeter. Die Fläche beträgt 25 Quadratzentimeter. Achtung! Bei dem neuen Beispiel musst du die Flächenmaße zuvor umwandeln, damit du damit rechnen kannst. Rechne die Flächenmaße in Zentimeter um und versuche die Fläche zu berechnen.
Unsere Lösung ist jetzt sehr groß. Aus diesem Grund kannst du die Lösung in andere Flächenmaße wieder umwandeln. Das heißt, wir wandeln unsere Lösung in Quadratdezimeter und Quadratzentimeter um. Die Fläche beträgt 11 Quadratdezimeter und 16 Quadratzentimeter. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen und es hilft dir beim Berechnen der Flächen.